Din, 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 din. Hoffst du nicht mal eine Good News, weil Bad News gibt's eh genug. Was macht der Mann da? Cowboy Andy treibt jetzt die Nandos rein. Da in weiter Ferne die zwei Punkte, das sind unsere zwei Nando-Damen, Selma und Louise. Und der Andi hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten, sie hineinzubringen in den Stall, wo sie übernachten. Das ist mittlerweile jetzt der, bei denen dauert nachzurennen. Ja, deswegen. Auf meinen Drahtesel. Na komm, dann zeig. Auf geht's. Kali Banani, hilfst mir? Na. Kali flüchtet. Schaut sehr professionell aus. Ich mache das jetzt, glaube ich, den dritten Tag. Ja, nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, die Nandos sind die einzigen, die nicht freiwillig reingehen. Die würden gern draußen übernachten. Das trauen wir uns aber nicht. Also wir kennen einige Nando-Besitzer, die das machen. Aber wenn sie schlafen, der Hals ist dünn. Es gibt viele Füchse. Okay, nächste Runde. Ja, es gibt viele Füchse, da nützt die ganze Größe nichts, da sind sie einfach weg. Und das, ja. Deswegen müssen sie wie die Enten und die Gänse im Stall übernachten. Die Entengänse gehen alle freiwillig rein, also sobald es irgendwie so blöd dämmert. Die Nandos. Naja, und bei mir funktioniert es eigentlich immer ganz gut, ohne Rad. Nein, 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 nein! Und ausgetrickst. Sie soll jetzt nicht zurücklaufen, aber auch nur, weil ich da stehe. Pauli-Katze! Help me! Yes! Sieger! Schönen Abend! Tschüss!